Anders Behring Breivik, født 13. februar 1990. Er nahm den Richterspruch lächelnd entgegen. 21 Jahre Gefängnis plus Sicherungsverwahrung. Mit diesem Urteil ging der Prozess gegen Anders Behring Breivik zu Ende. Die Vorsitzende Richterin Arnzen und drei Laienrichter entschieden, Breivik ist zurechnungsfähig und erhält die Höchststrafe. Obwohl der 33-Jährige aufgrund der Sicherungsverwahrungsregelung möglicherweise nie wieder freikommt, hat das Urteil einen bitteren Beigeschmack. Denn das Gericht entspricht damit dem mehrfach geäußerten Wunsch des Massenmörders, für voll zurechnungsfähig erklärt zu werden. Der monatelange Prozess gegen Breivik stellte die Norweger auf eine harte Belastungsprobe. Die Anschläge waren so ein Schock für die meisten Norweger. Daher denke ich, dass nun alle erleichtert sind. Wir alle wollten dieses Urteil. Es gibt uns die Gelegenheit, ihn für eine Zeit los zu sein und ihn hinter Gittern zu wissen. Soweit ist es gut, aber es werden viele Dinge passieren, während er im Gefängnis sitzt. Er hat viele Anhänger und mit ihnen umzugehen wird ein Problem werden. Breivik hatte gestanden, am 22. Juli 2011 bei einem Bombenanschlag in Oslo und dem anschließenden Massaker auf der Insel Utøya im Jugendlager der regierenden Arbeiterpartei insgesamt 77 Menschen getötet zu haben.